Heute ist großer Verfall an den Märkten, das heißt, es verfallen die Optionen und Futures mit Laufzeit September und es steht verdammt viel auf dem Spiel und ich versuche in diesem Video mal anhand eines Beispiels zu zeigen, wie dieser immense Hebeleffekt zustande gekommen ist, der wahrscheinlich erklärt, warum vor allem die US-Tech-Aktien so massiv gestiegen sind, damit die Aktienmärkte so stark gestiegen sind, aber seit Anfang September eben die Chance so tendenziell in die andere Richtung läuft, denn seit 2. September ist die Luft raus aus der Rallye, da geht es eher nach unten, da haben wir eine Korrektur und das könnte sehr, sehr viel mit dem heutigen Verfall respektive mit Optionen vor allem zu tun haben, wie ich gleich zeigen werde. Hier zunächst mal diese Grafik, die ich schon öfter gezeigt hatte, nämlich das, was Privatinvestoren faktisch am Markt bewegen, sind jetzt um und bei für 20% aller Umsätze im Aktienhandel verantwortlich und handeln täglich ein Volumen von etwa 30 Milliarden Dollar über Optionen an den Märkten. Und jetzt kommt das Beispiel, das vielleicht erklärt, was hier abläuft, weil Sie können sagen, naja, Fugmann, schön, dass du uns diese Information gibst, aber welche Relevanz hat das? Warum zeigst du uns das? Ist doch nicht wirklich etwas, was marktentscheidend ist. Ich glaube schon, dass es einen wesentlichen Mechanismus erklärt und hier ist er. Hier ein Beispiel eines Privatinvestors, der für 1500 Dollar Call-Optionen auf die Aktie von Amazon kauft. Jetzt muss der Broker, derjenige, der diese Optionen dem Privatinvestor verkauft, muss entweder einen Verkäufer von Call-Optionen haben, also praktisch hier der eine kauft das, der andere verkauft das, ist dann ein Nullsummenspiel. Wenn er das nicht hat, dann muss er die Aktie kaufen, nämlich die Amazon-Aktie, denn er wettet ja faktisch gegen den Kunden. Der Broker wettet gegen den Kunden. Wenn der Kunde gewinnt, verliert der Broker. Also muss der Broker in irgendeiner Form sein Risiko abhedgen. Und das macht er, indem er die Aktie kauft von Amazon. In dem Fall nehme ich mit diesen 1500 Dollar, die ein Privatinvestor in Call-Optionen auf Amazon investiert, kauft er 21 Amazon-Aktien. Jetzt steigt die Amazon-Aktie 1,1%. Dann muss der Broker, um sein Risiko zu neutralisieren, weitere 5 Amazon-Aktien kaufen aufgrund des gestiegenen Deltas. Das Delta gibt an, im Optionsbereich, in dem ich nicht wirklich jetzt der große Kenner bin, zugegebenermaßen, aber dennoch, das Delta gibt an, die Veränderung des Preises für die Option in Relation zum Basispreis, also zum Underlying, in dem Fall zur Amazon-Aktie. Macht die Amazon-Aktie also 1%, dann gibt das Delta an, wie viel sich die Option entweder als Call oder als Put im Preis verändert. Und wir sehen, okay, jetzt ist diese Amazon-Aktie 1,1% gestiegen. Der Broker muss weitere 5 Aktien kaufen. Jetzt steigt aber aus irgendwelchen Gründen, weil Nachrichten kommen, weil es Wetter schön ist oder weil die Aktienmärkte steigen, steigt Amazon am nächsten Tag 4,1% weiter. Jetzt muss der Broker, weil das Delta wieder gestiegen ist, vor allem für diese Call-Option, muss er weitere 47 Aktien von Amazon kaufen, um sein Risiko abzuhedgen. Und so haben wir die Situation, dass dieser kleine Privatinvestor, der 1500 Dollar investiert hat, beim Broker ein Hedging in Gang gesetzt hat, dass der Broker im Volumen von 230.000 Dollar Amazon-Aktien kaufen musste. Das ist sozusagen dieser Prozess. 1500 Dollar zu 230.000 Dollar, das erklärt so ein bisschen die Mechanik, warum möglicherweise wir diese immense Tech-Rallye gesehen haben bei Amazon, bei Tesla, bei Apple, eben bei diesen wenigen Aktien, die dann sozusagen so massiv gestiegen sind, so fast irrational gestiegen sind. Aber jetzt könnte ein Problem entstehen und deswegen ist dieser große Verfall so wichtig, deswegen steht so viel auf dem Spiel, nämlich das Hedging für die Broker ist nicht mehr notwendig, wenn diese Optionen jetzt verfallen. Das heißt, hat er, nämlich der Broker, Amazon-Aktien gekauft, dann ist praktisch mit Verfall der Option, die der Kunde gekauft hat, das Hedging, also die Amazon-Aktie in seinem Depot, nicht mehr notwendig. Er wird sie dann verkaufen. Und genau das macht die Frage so relevant. Ja, was passiert denn nach dem großen Verfall? Sind jetzt viele Positionen schon aufgelöst worden? Haben also die Small Trader, die kleinen Privatinvestoren,
diese massive Spekulation schon zurückgefahren? Und wenn ja, in welchem Volumen sind also schon Verkäufe passiert durch die Broker, etwa der Amazon-Aktie? Was erklärt, warum die US-Tech-Werte in den letzten Tagen oder seit Anfang September nicht mehr gut laufen? Ja, da ist schon was passiert, schauen wir uns hier nochmal an. Aber es steht nach wie vor ziemlich viel aus, das ist der Punkt. Wir haben schon einen deutlichen Rückgang seit Anfang September, aber man sieht eben doch, es ist da immer noch relativ viel los. Das ist diese blaue Grafik, die Sie hier sehen. So, jetzt sind in den letzten zwei Wochen Optionen im Volumen von 22,3 Milliarden Dollar gekauft worden von diesen Privatinvestoren in den USA. Call-Optionen, also nur Calls, also auf steigende Kurse. Und wenn man jetzt mal sieht, dass dann so Aktien wie Amazon, wie Apple doch deutlich runtergekommen sind, dann dürften hier Verluste entstanden sein von 8,4 Milliarden Dollar. Und damit könnte man etwa Stimuluschecks schicken den Amerikanern im Volumen von 7 Millionen Menschen. Also die haben praktisch hier teilweise wohl ihre Arbeitslosenunterstützung verbraten, wie es aussieht. Zum Beispiel in solchen Apple-Calls, hier ein Apple-Call, der jetzt ausläuft heute, Basis 112,5. Die Aktie steht ein bisschen drunter. Und wir sehen, diese Call-Option, die war über 25 Dollar wert und ist jetzt deutlich unter einem Dollar. Also wenn Apple heute nicht mindestens 112,50 Dollar erreicht, dann verfallen diese Optionen praktisch wertlos und dann haben diejenigen, die diese Option haben, ein Problem. Deswegen sehen wir, dass der Kurs da vorher schon gefallen ist. Und all das erklärt nach meiner Auffassung, warum wir vorher diese massive Outperformance etwa des Nasdaq mithin, also der großen Tech-Werte, gesehen haben in Relation zum Gesamtmarkt. Hier zum Beispiel anhand des Russell 2000, die Relation Nasdaq Russell 2000. Hier sehen wir, es ging nach oben für den Nasdaq in Relation zum Gesamtmarkt. Jetzt geht es deutlich nach unten, nachdem eben die Apples, die Amazons scheinbar von den Brokern verkauft wurden, die sich darüber ja abgesichert hatten. Und jetzt sehen wir hier mal den Vergleich zwischen dem Equal Weight S&P, also dem S&P 500, in dem alle Aktien gleichgewichtet wären, und dem normalen S&P 500, der marktgewichtet ist, wo also eine Apple, eine Amazon, eine Microsoft, eine Facebook eine überragende Bedeutung haben aufgrund ihrer Marktgewichtung. Und wir sehen, das geht doch deutlich hier Richtung Equal Weight. Also es sind die großen Tech-Werte, die jetzt nicht mehr mitspielen. Der Gesamtmarkt hält sich eigentlich gut. Dennoch sehen wir dann Minus vor den Kommas derzeit, so wie gestern, auch wenn das Minus dann deutlich eingeengt wurde. Kommen wir zu something completely different. Warum haben die Märkte so reagiert auf die Fed-Sitzung, die ja eigentlich nicht schlimm war, aber so ein bisschen eben klar gemacht hat, naja, von uns kommt erstmal nichts mehr, ihr müsst jetzt euren Stimulus auf die Reihe kriegen. Und das ist das, was Mohamed El-Erian hier auf den Punkt bringt, indem er sagt, ja, die Märkte haben praktisch von den Notenbanken so viel bekommen, jetzt verhalten sie sich wie verwöhnte Kinder, die sagen, ja, aber ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und die Enttäuschung gestern oder seit der Fed-Sitzung Mittwochabend ist vielleicht, dass eben dann Papa gesagt hat, nee, jetzt gibt es keine Bonbons mehr, keine extra Bonbons, die Ration bleibt gleich, und dann schreien alle, ha, wir wollen aber mehr Bonbons haben. Das ist letztendlich der leicht infantile Prozess, der möglicherweise hier an den Märkten abläuft. Und wir haben die Enttäuschung darüber, dass der Stimulus noch nicht kommt zwischen den US-Demokraten und den Republikanern. Also hat man gedacht, okay, wir haben die Fed noch als Ass im Ärmel. Die hat die Karte jetzt zurückgespielt an die US-Politik, die sich immerhin, wie Sie hier sehen, jetzt erstmal darauf einigen konnte, dass Anfang Oktober nicht ein Government Lockdown, also praktisch wieder regierungsstaatliche Behörden geschlossen werden müssen, weil eben die Finanzierung nicht mehr gesichert ist. Das hat man jetzt hingekriegt oder wird man wohl hinkriegen. Wohl bis Mitte Dezember, auf jeden Fall nach den Wahlen, wird sozusagen der Regierungsapparat noch finanziert werden können, aber nach wie vor keine Einigung in Sachen Stimulus. Und das wird immer zentraler. Die Zeit läuft ein bisschen ab, denn selbst wenn man das jetzt beschließt, es dauert, bis das dann auch wirklich umgesetzt ist, bis dann möglicherweise ein Scheck bei dem Durchschnittsamerikaner ankommt, der nach wie vor arbeitslos ist. Das heißt, man muss sich jetzt wirklich beeilen, und Donald ist unter Druck. Der hat heute
dann nochmal getweetet, die respektive gestern Donald, nämlich dass hier Amerika im Vordergrund steht, nicht China, wir gewinnen, Amerika gewinnt gegen China etc. Und das ist sozusagen das zweite Thema, eben dieses Law and Order, Sicherheit, das scheinen diese zwei zentralen Komponenten zu sein jetzt für Donald Trump, Law and Order, aber es ist relativ wenig passiert, man sieht keine Bilder mehr wie aus Portland, Seattle, Kenosha, es ist momentan, verfängt das nicht so wirklich, die zweite Achse China, naja, da tut sich was, dazu gleich mehr. Insgesamt hat Donald das Problem, dass seit 2016, seitdem er gewählt wurde, vor allem viele Latinos jetzt plötzlich wahlberechtigt sind, junge Latinos, das macht in Arizona allein 100.000 Leute, die 2016 nicht wahlberechtigt war, sind jetzt sozusagen Neuwähler und die werden wohl zu den Demokraten tendenziell tendieren. Die Demokraten wiederum verschicken extrem viele Wahlbriefunterlagen, um eben solche Gruppen zu motivieren, um Wählergruppen anzusprechen, die vorher meistens nicht wählen gegangen sind und vermutlich eher demokratisch wählt, deswegen schwinden die Chancen von Donald, der muss wirklich jetzt was machen. High-Frequency-Data-Analysen zeigen, dass derzeit zumindest die Chancen nicht gut stehen für Donald, kann sich alles ändern, natürlich sehr, sehr schnell. Und wir könnten aufgrund dieser Situation, die möglicherweise dazu führt, dass wir am Wahltag nicht wissen, oder auch nach dem Wahltag nicht wissen, wer wirklich gewonnen hat, aufgrund der Auszählung von Briefwahlstimmen, aufgrund von Beschwerden, hier ist was nicht sauber gelaufen, die Wahl ist nicht sauber abgelaufen, könnten wir einen massiven Spike, wie Sven Henrik hier zeigt, nochmal sehen beim VIX, also bei der Volatilität hier. Henrik zeigt hier eine umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation, die dann nach oben ausbrechen könnte. Ist jetzt nicht so, dass das heute passieren muss, morgen passieren muss oder nächste Woche passieren muss, aber Oktober, November wäre schon eine gute Perspektive dafür. Und ich hatte vorhin China angesprochen und Donald, jetzt scheint man so ein bisschen auch Tencent in den Blick zu nehmen. Man hat jetzt seitens der US-Regierung amerikanische Spieleentwickler angeschrieben, die mit Tencent zusammenarbeiten, diesem chinesischen großen Tech-Konzern, der ja viel bedeutender ist als TikTok eigentlich, und das könnte dann sozusagen die nächste wirkliche Baustelle werden. Und abschließend vielleicht noch das, was vor einem Jahr passiert ist, ziemlich genau einem Jahr, 16. September 2019, da hatten wir diesen Spike in den Repo-Raten, dass also praktisch die Repo-Zinsen so massiv gestiegen sind, am Tagesende dann allerdings wieder nach unten gekommen sind. Das markiert im Prinzip den Eingriff der Fed in die Märkte. Die Fed musste dann praktisch Liquidität zur Verfügung stellen, hat die Märkte hier ausgebailt. Da haben viele gedacht, oh, das ist irgendwie ein Zeichen, dass da echt was im Argen ist, und sind short gegangen. Es war wahrscheinlich echt was im Argen, aber durch die Unterstützung der Notenbanken haben sich dann alle gesagt, naja, wenn die Notenbank uns den Hintern rettet, dann wissen wir dieses Signal zu und gehen long, und das ist ja dann der Fall gewesen nach dieser Repo-Geschichte. Im Grunde ging es ja dann praktisch nur nach oben, bevor es dann im März ein bisschen nach unten gegangen ist, aber dann ganz schnell wieder nach oben, weil diese Corona-Krise, gell, da haben wir doch die Notenbank gehabt, die hat uns ausgebailt. Und die Frage ist, ist sie allmächtig? Wie nachhaltig ist die Unterstützung der Fed? Natürlich hat sie zu diesen Allzeithochs geführt, aber kann das auf Dauer so sein? Peak Fed hatte ich gestern im Marktgeflüster getitelt, das bleibt die entscheidende Frage. Also heute der Verfall von Optionen und Futures, das ist die entscheidende Größe heute. Das kann zu echten Turbulenzen, vor allem im Nachgang dann führen, nach dem Verfall dieser Optionen und Futures. Das wird man beobachten müssen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und hoffe, wir sehen uns heute Abend im Marktgeflüster und sag Servus und Ciao.